Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade richtig gute Laune irgendwie. Die Sonne scheint. Seht ihr, wie schön das Licht ist? Bevor ich mit diesem Video beginne, möchte ich einmal ein großes Dankeschön aussprechen an all diejenigen, die immer meine Videos schauen, die mir immer einen Daumen nach oben geben. Und vor allem auch an die Leute, die sich die Zeit und die Mühe geben, beziehungsweise nehmen, mir einen Kommentar zu schreiben. Ich bekomme teilweise so schöne Kommentare, die mir wirklich richtiges Lächeln ins Gesicht zaubern und mich darin bestärken, einfach weiterzumachen mit YouTube. Und ich wollte euch einfach mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Das macht mich so glücklich. Das ist so der größte und beste Aspekt eigentlich an YouTube, dass man mit anderen Menschen in Kontakt tritt, dass man sich über verschiedene Dinge austauschen kann und dass man auch anderen Menschen helfen kann. Und das finde ich etwas sehr, sehr Gutes. Des Weiteren möchte ich ein Dankeschön an Burger aussprechen. Und zwar durfte ich mir wieder ein paar Handyhüllen und auch eine MacBook-Hülle aussuchen, denn es gibt eine neue Sommerkollektion. Und da sind teilweise so coole Farben dabei. Ich habe sehr, sehr schöne Hüllen bekommen und auch zwei für den Sommer. Die sind, wow, ich finde die richtig, richtig schön. Und ich habe mich richtig verliebt in eine Handyhülle und freue mich auch schon, sie zu tragen. Aber die kann man nicht zu allem tragen, aber ihr werdet gleich sehen. Ich fange am besten erstmal mit der MacBook-Hülle an. Und zwar habe ich mir zunächst einmal hier für den MacBook eine Hülle ausgesucht. Tut mir leid, mein Laptop ist gerade wirklich hart am Arbeiten, deswegen ist er so laut. Auf jeden Fall ja, sieht sie so aus, ist in so einem Marmor-Stein-Optik. Und ja, hier oben ist das Burger-Zeichen. Ich finde es auch voll schön, es ist so sehr schlicht gehalten. Gefällt mir richtig gut. Und von der Qualität her, also die Fläche ist nicht ganz weich, die ist so ein bisschen, das heißt rauer, aber schon. Sitzt gut am Laptop. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht sagen. Und weil ich die Hülle so schön fand, musste ich sie mir auch noch fürs Handy bestellen. Ich finde so eine schlichte, schöne, ich finde die sieht auch irgendwie edel aus. Hülle muss einfach sein, deswegen habe ich sie mir gleich sowohl für mein MacBook als auch für mein iPhone rausgesucht. Es gibt auf der Seite nicht nur für iPhones Handyhüllen, sondern auch für Samsung Galaxy Handys. Ich blende euch das am besten ein, für welche Handys Hüllen zur Verfügung stehen. Genau, die sieht so aus und hier unten steht halt immer das Burger, hier in Schrift einmal die Marke. Die Hüllen sind übrigens alle in der Infobox verlinkt. Ich finde die auch super süß verpackt. Ich finde, das sollte man auch mal dazu sagen. Denn Produkte herzustellen und dann noch ein schönes Packaging zu machen, ich finde, das macht total viel aus. Genau, dann haben wir noch zwei etwas außergewöhnlichere oder sehr sommerliche Handyhüllen. Meine Liebste kommt gleich am Schluss. Und zwar habe ich mich für eine gelbe Handyhülle entschieden. Ich hatte letztes Jahr schon so einen Wahn, wer mich schon länger verfolgt und auch meinen Vlog, meine Hauls guckt, der weiß, gelb für den Sommer habe ich letztes Jahr lieben gelernt. Und deswegen habe ich mir eine gelbe Handyhülle bestellt. Es gab auch eine richtig coole rote. Genau, die hat so ein, ich würde auch so ein Edelstein-Kristallmuster sagen. Genau, die ist halt sehr, sehr knallig. Ich habe mir den Ton vielleicht auch so ein bisschen anders vorgestellt, aber ich finde es halt cool, vor allem wenn man ein schlichtes Outfit hat und dann so eine knallige Handyhülle, das sieht schon cool aus, weil ich finde, da macht man das Handy zu einem richtigen Accessoire. Genau, und dann kommen wir zu meiner letzten Hülle. Die Handyhüllen gibt es übrigens in zwei Varianten, einmal in Slim und in Thought. Und ich habe mir die alle in Slim geholt, aber diesmal habe ich mir auch noch eine Thought bestellt, weil ich einfach mal schauen wollte, wie die so sind. Die sind halt ein bisschen dicker, schützen das Handy mehr. Und hierzu hat das ganz gut gepasst. Und zwar sieht die Handyhülle so aus. Ist auf jeden Fall was komplett anderes, aber ich finde, die hat total was. Ich finde die richtig, richtig cool einfach. Genau, und hier drin enthalten ist halt so ein, ja, so Silikon. Und das Handy ist wirklich dick damit eingepackt, also super geschützt. Was ich nur leider nicht ganz so gut finde, ist, dass diese Innenhülle ist aus so einem weichen Silikon. Sie fühlt sich schön an, was halt gut ist, aber das ist halt so ein Stoff, der Fussel anzieht, was ich persönlich nicht so cool finde. Aber nun gut, zu den anderen Handyhüllen, die sitzen halt super fest am Handy,
schützen das Handy auch gut. Hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt. Aber ich glaube, persönlich würde ich mich für Slim entscheiden für das nächste Mal wieder. Aber trotz alledem werde ich diese Handyhülle tragen. Ich finde es auch ganz gut. Genau. Finde ich richtig, richtig cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Des Weiteren habe ich für euch auch, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und auch gerne eine Handyhülle bestellen wollt, gerade passend für den Sommer, kann ich euch einen 15% Rabattcode bis zum 30. Juni bereitstellen sozusagen. Also mit dem Code Vivis Lifestyle bekommt ihr 15% Rabatt und könnt euch was Schönes aussuchen. Finde ich total cool. Oder auch zum Geburtstag irgendwie so eine Handyhülle oder so zu verschenken, gerade wenn es so eine besondere ist. Okay, gut, ich würde sagen, wir fahren einfach mit dem normalen Haul weiter. Eine etwas unspektakuläre Sache, aber ich fand's cool. Und zwar habe ich mir bei Primark so eine Wasserflasche gekauft. Ich finde, die sieht total cool aus, ist halt aus Plastik. Und in letzter Zeit hatten wir keine kleinen Wasserflaschen mehr zu Hause. Deswegen war das richtig praktisch, dass ich die hatte. Dann konnte ich mir immer was umfüllen. Und ihr passt auch ein ganzer Liter rein. Genau, die habe ich von Primark und ich glaube, die hat 5 Euro gekostet. Des Weiteren habe ich noch von Primark Ohrringe in Gold. Finde ich super, super schön. Ich liebe Gold. Ich finde so schlichte Outfits oder so und dann so coole Ohrringe, ein bisschen größere, werten so viel auf. Deswegen, ich trage auch richtig gerne einen Hoodie mit so größeren Kreolen. Sieht voll cool aus. Des Weiteren haben wir hier noch einen Lipgloss. Meine Mom hat sich den mitgenommen, aber wir verwenden sowieso alles zusammen. Deswegen wollte ich den euch zeigen, vor allem die Farbe ist voll cool. Das ist die Farbe Nude Ambition. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr den... Ich glaube, ich werde euch den einblenden, wie der aussieht. Ich bin voll gespannt. Voll die schöne Farbe. Falls ihr schöne Nude-Lippenstifte kennt, ab in die Kommentare damit. Meine gehen immer aus dem Sortiment und ich brauche langsam meinen Vorrat auf und muss eine Alternative zu meinem Lieblings-Lipliner und Lippenstift auch finden. Und es wird langsam knapp. Aber nun gut, weiter geht es noch mit einem etwas unspektakulären Teil von Primark. Und zwar habe ich mir da ein Handtuch gekauft. Seht ihr, wie pink das ist? Es leuchtet förmlich. Ich finde, im Sommer zum Schwimmen ein knalliges Handtuch geht immer. Ich habe auch noch ein gelbes mit Ananas reingestampft. Ein altes Primark-Handtuch, voll süß. Und dann noch so Zipfel hier dran. Okay, ihr merkt, ich bin voll into it. Ja, das hat auch so ein Muster. Ich weiß gar nicht, was das für ein Muster ist. Aber es sieht halt einfach richtig cool aus. Und ich glaube, das hat 5 Euro gekostet. Und die Qualität von den Handtüchern sind auch echt gut. Also bisher hatte ich da keine Probleme. Ich habe mir nur letztens ein schwarzes geholt. Und das hat lange nachgefusselt. Aber sonst die farbigen sind echt gut von der Qualität. Machen wir weiter mit einem Tube Top. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Tube Top ist oder Crop Top. Und zwar ist das so ein trägerloses Oberteil, was hier vorne noch so ein bisschen gerafft ist. Und das habe ich mir bei Bershka gekauft für 6 Euro. Falls das gut sitzt, das gibt es auch noch in anderen Farben. Ich wollte ganz gerne auch noch hell haben. Genauso wie dieses Oberteil. Ich wollte erstmal schauen, wie es sitzt und dann noch in einer anderen Farbe. Habe ich mir auch in schwarz mitgenommen. Jetzt im Endeffekt denke ich mir so, warum hast du nicht weiß genommen? Aber sollte es gut sitzen, dann nehme ich mir es noch in weiß mit. Probiere es gleich das beim ersten Mal vor der Kamera an. Das ist so ein Oberteil. Die Träger sind so ein bisschen dicker. Es ist so geriffelt. Genauso wie das andere auch. Und es hat halt hier vorne so eine Art Ausschnitt, so ein V-Ausschnitt. Genau, das ist auch von Bershka und hat 10 Euro gekostet. Gab es, wie gesagt, auch noch in verschiedenen Farben. Dann geht es weiter mit einem wunderschönen Blazer. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. So sieht er aus. Ist halt so ein großer Blazer. Und ich glaube, jeder, der Instagram hat, hat diese Outfits auch schon gesehen. Mit einer Radlerhose, Dad oder Ugly Sneaker, cooles Oberteil, ein Blazer drüber. Sieht das richtig cool aus. Ich mag die Outfits voll gerne. Genau, so sieht er aus. Hat auch schon einen Fleck. Warum haben meine Sachen immer Flecken, die ich kaufe? Ich achte sogar schon extra drauf. Ja, der Stoff, Leute, der ist auch richtig schön. Irgendwie so weich. Gefällt mir voll gut. Der hat 36 Euro gekostet und darunter befindet sich noch mein absolutes Lieblings-Basic-Oberteil. Ich habe es endlich wiedergefunden. Und zwar ist es so ein ganz normal schlichtes, weißes
V-Ausschnitt-T-Shirt. Das habe ich noch in Grau und in Schwarz. Aber das Besondere ist halt der Stoff. Den gibt es halt momentan bei Primark wieder. Auf jeden Fall ist das so ein wirklich leichter, schöner, weicher Stoff, der super gut fällt. Weil ich finde, die T-Shirts in Baumwolle sitzen irgendwie nicht so gut. Und deswegen, das gab es wieder bei Primark. Ich muss es direkt mitnehmen. Das hat 5 Euro gekostet. Weiter geht es mit noch einem super schönen Jumpsuit. Ich bin vorbeigegangen und konnte ihn nicht hängen lassen. So sieht er aus, mit so einer Knopfleiste hier, V-Ausschnitt, etwas dickeren Trägern, einem Gürtel und hier unten sind noch so Taschen. Super, super schön. Das ist so eine Art Leinenstoff, würde ich sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Hinten hat er auch so einen V-Ausschnitt. Und ist der nicht süß? Klar, der ist von der ist ein bisschen transparent, aber ich trage darunter eh eine Leggings und einen Top, deswegen wird das gar kein Problem sein. Den habe ich mir in der 40 mitgenommen, weil ich es schöner finde, wenn der ein bisschen lockerer sitzt. Genau, und dafür ist er ja, glaube ich, eigentlich auch gedacht. Wow. Den habe ich von Primark für nur 17 Euro. Hey, was ist los? Für nur 17 Euro finde ich richtig, richtig schön. Ich freue mich auch schon, den zu tragen. Dann haben wir noch 3 Teile. Kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar bin ich mir da ein bisschen unsicher, aber ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Das sieht, meine Mom hatte das an und ich dachte mir so, das sieht richtig gut aus. Auf jeden Fall ist es so ein Einteiler mit Taschen und ja, breiten Beinen, und so wie eine Culotte. Zum Schleifen, zum Binden ist der noch mit einer Schleife. Und der ist auch von Bershka und hat 36 Euro gekostet. Ich finde, wenn man im Sommer braunes und Khaki trägt, sieht das richtig, richtig gut aus. Deshalb duftet er auch mit. Dann habe ich eine neue Farbe für mich entdeckt. Finde ich super schön für den Sommer. Sind noch 2 Sachen von Primark. Und zwar, ich habe die jetzt auf dem Bügel gehangen, die Hose. Ich liebe Hosen, die man oben zubinden kann und die so geriffelt sind. Das sieht so schön aus. Die hat halt hier noch so Knöpfe und ist dann halt auch weit ausgestellt. Also was heißt weit? Sie ist halt gerade geschnitten, so wie eine Culotte. Ist etwas länger als die, die ich sonst immer hatte, von Sarah zum Beispiel. Und die Farbe, Leute, schaut euch die Farbe an. Ist das nicht wunderschön? Ja. Und weil ich noch ein schönes Teil gefunden habe in der Farbe, musste ich es auch direkt mitnehmen. Auch wieder von Primark. Und zwar ist es einfach ein ganz schlichtes, sind es Bodycon-Kleider. Ich weiß nicht, so ein eng anliegendes Kleid einfach. Relativ lang, auch so geriffelt. Das Muster ist so ein bisschen gescheckt. Auch hier ist noch so ein bisschen weiß mit drin, also ist so eine gemischte Farbe. Aber finde ich super, super schön mit weißen Sneakers und so einer coolen Jacke oder so drüber, damit es nicht ganz so offen ist. Wobei, man kann es auch so tragen. Perfektes Sommeroutfit einfach. Das ist von Primark und hat 8 Euro gekostet. Finde ich richtig cool. Ist halt auch etwas transparent bei den Stoffen. Gerade was so günstigere Läden angeht, muss man schauen, dass man was da drunter trägt. Aber ich achte da eigentlich immer drauf. Deswegen sollte das kein Problem sein. Schaut euch die Farbe an, wie schön die einfach ist. Das war's mit dem Haul. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Must-Have-Farbe für den Sommer ist. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit dem Video. Videowünsche wie immer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.